Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch die neue Linie von Trended Up vor, und zwar die 183 Days. Viel Spaß beim Anschauen. So, wir schauen uns jetzt die Produkte von 183 Days von Trended Up an. Ich habe mir jetzt nicht alle Produkte gekauft, sondern nur einen Teil davon. Ich habe mir zum Beispiel gekauft dieses Fixing Spray. Dieses Fixing Spray sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Karnickel, also total süß. So eine Plastikflasche. Da sind jetzt drinnen 60 Milliliter, aber ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt gekostet hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist total süß. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber ich sprühe jetzt einfach mal. Seht ihr das? Ich hoffe. Es kommt total viel raus, also wenn ihr euch das direkt ins Gesicht sprüht, so wie das manche machen, dass die so direkt ins Gesicht sprühen. Jetzt habe ich es im Mund bekommen. Nein. Wenn ihr euch das direkt ins Gesicht sprüht, muss ich sagen, ist das ein bisschen sehr viel. Also es kommt sehr viel raus, dann ist das Gesicht schon relativ nass. Und was mir an diesem Fixing Spray überhaupt nicht gefällt, ist der Duft. Dieses Fixing Spray duftet wahnsinnig süß, also das Süße an sich stört mich jetzt nicht so, obwohl ich nicht so der Typ bin, der wahnsinnig süße Gerüche mag. Aber es gibt welche, die natürlich so süßlich riechen, aber gut. Dieser hier, finde ich, riecht sehr aufdringlich süß und in einer unangenehmen Art. Also ich muss sagen, ich mag den Geruch gar nicht, das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, wie oft ich es verwende. Ich meine, man riecht es nachher ja Gott sei Dank eh nicht mehr. Ich werde es mir jetzt ansehen. Ich habe es heute verwendet zum Fixen von meinem Make-up. Da werde ich dann sehen, ob ich das öfter verwende. Dann habe ich mir ein loses Puder zugelegt. Das gibt es hier in drei Farben an und für sich. Ich habe genommen Porcelain. Ich meine, solche Düschen kennt ihr ja schon in 100 Variationen, wo da diese Löcher drin sind. Dann könnt ihr das Puder rausnehmen. War natürlich vorne eine Schutzfolie drauf, die habe ich schon runtergenommen. Da gibt es noch ein Bananapuder und dann gibt es, glaube ich, noch so ein grünes Puder. Wenn ihr quasi massiv rot seid, dann könnt ihr das grüne Puder nehmen. Ich nehme aber solche Sachen eigentlich nicht. Also wenn ich irgendwie rot bin im Gesicht oder sowas, dann korrigiere ich das mit Concealer, aber nicht mit irgendeinem gefärbten Puder. So, was habe ich mir noch gekauft? Ich habe mir gekauft, ihr hört es schon, so eine Blechdose. Das sind die Highlighter-Döschen. Also es gibt da zwei verschiedene Paletten. Ich habe jetzt nur eine gekauft. Ich habe mir die Posy gekauft. Posy Highlighting Palette. Sieht total süß aus. Ist eine Metallbox. Und hat natürlich wie immer so einen Spiegel drin. Und das sind jetzt die Farben. Ich werde die einfach gleich mal swatchen, damit ihr seht, wie das aussieht. Ich finde diesen Highlighter... Er ist zwar zum Reinfahren cremig, aber er bröselt gleichzeitig so ein bisschen. Also ich finde es nicht wahnsinnig gelungen von der Konsistenz her, sage ich gleich. Und die Pigmentierung ist jetzt eher schwach. Also es ist kein so, wenn ihr jetzt total auf Highlighter steht, auf dem Glanz, also ist es jetzt nicht so der intensivste. Da seht ihr jetzt die Farben, das ist quasi dieses blaue Lila, das ist dieses Rosa und das Gold. Es gibt auch bei den billigen Linien viel intensivere Highlighter. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was da eure Vorliebe ist. Also grundsätzlich braucht es natürlich nicht so ein arges Highlight. Es geht ja nur darum, dass da so ein bisschen hervorgehoben ist. Wenn ihr jetzt natürlich arg drauf steht, wenn ihr irgendwelche Videos macht und ihr wollt jetzt wirklich arg den Glanz, dann glaube ich, ist dieser Highlighter wirklich zu wenig. Diese Wattepads haben irgendwie das Problem, immer wenn ich welche rausnehme, dann habe ich die nur zur Hälfte raus. So, ich nehme das jetzt von meinem Arm für die nächsten Swatches. Ich habe nämlich noch Paletten. Also wie gesagt, sie sind nicht wahnsinnig hoch pigmentiert. Ich finde es aber jetzt so fürs tägliche Leben, es tut mir leid, dass mein Auge schon wieder rinnt. Fürs tägliche Leben finde ich es jetzt durchaus ausreichend, muss ich sagen. Es ist nur, also diese bröselige Angelegenheit finde ich nicht so toll. So, ich habe noch zwei Paletten. Und zwar sind das jetzt Eyeshadow-Paletten. Diese Gossip-Palette. Wir machen die jetzt mal auf. Ja, da ist auch ein Spiegel drin. So sieht die aus.
Farben, was steht da hinten drauf? 6 samtige ultramatte Lidschatten und 2 metallische Farbprimer. Ich bin mir da nicht so sicher mit den metallischen Farbprimern. Also ich finde irgendwie Primer mit intensiven Farben sehr eigenartig. Ich weiß nicht, verwendet ihr sowas? Also ich habe normal immer eher so einen neutralen Primer. So, ich swatch euch mal diese Eyeshadows. Ihr seht schon, Farbpigmente, wo seid ihr? Wir haben leichte Probleme. Oh mein Gott. Also intensiv ist was anderes, ganz ehrlich. So, schnell mal den Finger putzen. Genau, einer mehr, als man Finger hat. So, und der letzte. Mir rennt schon wieder eine Träne runter. Das ist eine Katastrophe. So, ich würde jetzt sagen, die sind nicht wahnsinnig stark pigmentiert. Ihr seht es jetzt so. Aber man sieht die jetzt also in der Kamera. Mensch, mir rennen die Tränen. In der Kamera sehen die jetzt eigentlich gar nicht so übel aus. Aber so in real life sind die echt farblos, relativ, hätte ich gesagt. Also so sehen die aus. Von der Konsistenz her, warte mal, ich gehe nochmal rein. Ja, schon eher so auf der cremigen Seite, muss ich sagen. Also nicht total cremig, aber man könnte sie jetzt nicht als pudrig bezeichnen. Das wäre jetzt schon ein bisschen krass, finde ich. Da gibt es viel pudrigere. So. Meine Finger sauber machen. Dann swatch ich euch noch diese 2 metallischen Primer, die ich sehr eigenartig finde. Oh ja. Die haben Farbe. Natürlich alles, was Schimmer hat, hat immer extreme Farbe. Das sind die 2 metallischen Primer. Ja, also ich habe es noch nicht ausprobiert. Also Primer mit Metallic-Farben, na gut. Ich weiß nicht, warum mein Handy manchmal die Farbe so runterregelt. So, dann hätten wir das auch. Also die Farbe ist Licht. Manchmal habe ich so, wenn ich so schnell reden muss, so mit diesen Wörtern. So, das war die Palette Gossip. Jetzt kommen wir zur Palette Dazzle. So sieht die aus. Also die Verpackung von dieser finde ich ja sowas von schön. Ich bin ja nicht so der Gold-Fan. Also wer Gold-Fan ist, der findet wahrscheinlich die Verpackung auch total toll. Aber ich bin eher so dieser Fan von so intensiven Farben. Die hat natürlich auch fast runtergefallen. Auch einen Spiegel drin. Und das sind die Farben. Und was jetzt auch total witzig ist, ist, dass diese, also diese äußeren wieder, die Primer sind, also weiß und schwarz. Ja, das könnte so ein Erlebnis werden. Weiß und schwarz als Primer für die Augen. Also, ganz ehrlich, mir hat mir noch nie eingefallen. Also ich fange jetzt mal ausnahmsweise mit dem Primer an. Seht ihr das? Die sind schon relativ stark. Also sie sind wirklich, wirklich deckend. Also auch das Schwarze ist total deckend. Die Beschreibung habe ich euch vorenthalten. Die Beschreibung ist 6 farbexplosive Glitterlidschatten und 2 matte Farbprimer. Naja. Ich mache mal schnell die Fingerchen sauber für die Eyeshadows. So, dann kommen wir zu den Eyeshadows. Sind ja alle mit Schimmer, das heißt, sie werden auch, wenn sie günstig sind, relativ gut sein. Schimmern kann man ja um einiges billiger, als man
matt herumlaufen kann. Schnell einen Finger noch reinigen. So, das sind die ganzen Lidschatten, die enthalten sind. Also am coolsten finde ich wieder den hier und den hier natürlich, weil die am besten zu meiner Haarfarbe passen. Ich muss allerdings sagen, dass der auch sehr schön ist und der, also ich finde eigentlich nur den grün finde ich schwierig, muss ich sagen. Finde ich schwierig, braucht man die richtige Hautfarbe dazu. Ich bin ja relativ blass, wo mein Auge rinnt. Ich bin relativ blass und ja, mit Sommersprossen finde ich einfach, grün ist irgendwie eine schwierige Farbe dann. Wir sind jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist eine Hilfe für euch mit den Swatches, dass ihr wisst, ob das was ist für euch oder nicht. Geht einfach mal hin zum DM, da könnt ihr das auch testen. Es sind immer Tester vorhanden. Macht es auch, bevor ihr euch eine Lidschattenpalette oder sowas zulegt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Abonniert meinen Kanal, ist ganz wichtig, und drückt auf die Notifizierungsglocke, weil ich lade ja nicht so regelmäßig Videos hoch, und dann spart ihr euch das, dass ihr immer nachseht, dann kriegt ihr einfach eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Mal was hochlade. Wenn es irgendwelche Anmerkungen gibt, lasst einen Kommentar da, dann weiß ich, was ich das nächste Mal anders, besser, sonst was machen kann. Und ansonsten, bis zum nächsten Video. Ciao!